Willkommen zurück zu Mario Kart 7 Online. Wir befinden uns immer noch im Community-Termin vom 13.10. Ja, und ich habe jetzt den Raum gewechselt. Hatte zur Folge, dass wir jetzt nur noch zu fünft sind. Aber gut, das soll jetzt gar nicht tragisch sein. Denn dafür sind es neue, bis auf Mr. Nameless, der ist auch wieder zurückgekehrt. Und wie ich ihn kenne, wird er hier alles wegrocken, wa? Könnte gut sein. Okay, ansonsten sind es nur neue Leute, deren Namen ich jetzt, Moment, wer war denn da so? Da war YouTube-Star, der Patrick also, dann war da noch, Rosenblüte. Ich weiß nicht genau, wer Rosenblüte ist, also kannst du mir gerne schreiben. Ich kann mir sowieso jeder schreiben, der in den Räumen war, wer war oder wie ihr überhaupt bei Mario Kart 7 heißt. Dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, mit wem ich es zu tun habe. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe übrigens hier die Honigblütenkönigin genommen, weil die sich irgendwann mal irgendwie gewünscht wurde, warum auch immer. Aber die fährt sich auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre schlimmer. Das geht schon klar. Aber ich habe auch das Standard-Kart hier genommen und natürlich die guten alten Pilzreifen, weil die Pilzreifen sind meiner Meinung nach einfach immer. Ja, keine Ahnung, komme ich am besten mit klar und ich denke, das sollte man dann auch einfach mal so akzeptieren. Und ich denke mal, es bringt auch niemanden um, wenn ich nicht ständig die Kombi wechsle. Nee, dürfte nicht. So, dritter Platz direkt. Hey, aber gut, wir sind auch nur fünf. Das habe ich schon wieder ein bisschen vergessen. So, Nameless, YouTube-Star und der Anton war noch dabei. Genau so war das. Ich bin Dritter. Yay! Nintendo 64 Cooperstrand, sehr hübsches Streckchen. Ja, ja, doch, nee, das ist schon ganz nett anzuschauen. Und wäre cool, wenn Lakito das Rennen einfach starten würde. Los, ab geht's. Ja, wo ich gerade den Raum gewechselt habe, hatte ich dann auch wieder erstmal Probleme reinzukommen. Da hatte ich einen Fehler bei der Datenübertragung, ja. Ich sage jetzt mal einfach so einmal, so ein Fehler ist jetzt nicht tragisch. Und wird mich jetzt auch nicht davon abhalten, weiterhin den Raum zu wechseln. Also zumindest gelegentlich den Raum zu wechseln. So, wir fahren die Abkürzung natürlich, weil wir verdammt cool sind, ja. So, die Münze, da wollte ich unbedingt haben. Meine Nase fängt an zu jucken. Das ist jetzt natürlich schlecht. Gerade, wo ich auf dem zweiten so schön bin und auch gegen eine Wand fahre. Zack und zack. Oh, juckt das. Scheiße. Da geht die Konzentration direkt den Bach runter. So mag ich das. Na, triffst du? Nein, du triffst nicht. Oh Mann, ich hätte noch ein Sekündchen abwarten müssen. Mist. Zack. Drei Münzen habe ich aktuell. Das ist natürlich mager, mager, mager. Boah, juckt das. Ich sterbe. Ich sterbe. Aber ich muss es jetzt durchhalten, bis das Rennen vorbei ist. Nein. Starte. Weiter. Schneller, 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 schneller. Königin. Wir sind immer noch in der Mitte. Brauche ich. So, oh, das war ja mal schon wieder eng. So, deinen roten nehme ich dir ab. Ganz einfach. So, das erste Mal, dass ich hier lang fahre. Ich habe immer hier an dieser Stelle Pilze, ne? Das ist unfassbar. Aber so kann ich wenigstens ständig die Abkürzung fahren. Weil ich glaube, die ist gar nicht so übel. Das war dumm. Jetzt hätte ich es beinahe versaut. Okay, jetzt bin ich der Einzige, der die Abkürzung hier fährt. Und habe noch ein... Oh, 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 da kommt ein Roter, da kommt ein Roter. Und er zerschellt einfach nicht. Er zerschellt einfach nicht. Ja, danke schön. Ganz klasse, ganz klasse. Vierter Platz, hey. Gut, naja, immerhin. Ich meine, nicht letzter, es ist okay. Der Anton gewinnt dieses Mal. Und ich bin mit Rosenblüte zusammen auf dem letzten Platz. Glückwunsch an dich. GCN, Dino-Dino-Dschungel. So, ich habe ja letztens erzählt, dass ich auf der Arbeit enttarnt wurde und jemand herausgefunden hat, dass ich solche Videos mache und er meinen Namen halt herausgefunden hat. Aber zu dem Zeitpunkt hatte er noch kein Video angeklickt. So, nun ist es natürlich so gekommen, wie es zu erwarten war. Er hat es sich zu Hause dann angesehen. Ja, ich meine, ich hätte es auch getan. So oder so, also das kann ich jetzt keinem verübeln, da reinzugucken. Okay, und naja, zu mir hat er gesagt, ja, ist ja gar nicht so schlimm, es ist ja gar nicht so schlimm. So, gut, und wir haben Stillschweigen vereinbart, von daher
alles halb so wild. Ich hatte ja jetzt auch nicht so die übelste Panik. Ich möchte halt einfach nur nicht, dass das da mit mehreren Leuten zusammengeguckt wird und so. Und naja, also das wäre mir dann schon unangenehm, aber so, wenn sich jetzt einer alleine zu Hause anguckt, meine Güte, dann ist das eben so. Wenn das dann nicht weitererzählt, ist natürlich noch besser. Naja, meine Güte, ach, was soll's denn? Und der hat auch ältere Sachen sich angesehen, das ist natürlich besonders. Das ist schon wieder schlimm. Weil, also, ja, den alten Kram, das ist echt übel. Weiß nicht. Finde ich nicht gut. Also das Abgefilmte und so. Von Mario Kart 7, die alten. Ach, naja. Naja. Aber was willst du machen, ne? Es ist eben so und fertig aus. Ansonsten mal so eine Frage an euch. Bei Let's Plays verstellt man dann ja die Stimme, wenn man irgendwas vorliest. Also, wenn man irgendeinen Charakter spricht, so wie Zelda oder Midna jetzt im Speziellen so, weil das ein Beispiel ist, auf das ich angesprochen wurde, von meinem kleinen Bruder, der sagte, oh mein Gott, ich musste mir die Ohren zuhalten wegen Fremdschämen und schnell ausmachen. Ja, meine Güte, ich denke auch, wenn man denjenigen kennt und selbst eigentlich so Let's Plays nicht guckt, dann könnte einen das schon irgendwie verstören, wenn derjenige dann so ein bisschen dann die Stimme verstellt und so ein bisschen, aber ich sag mal so, das machen ja alle Let's Player so, und ich denke, das gehört eigentlich auch dazu, zu einem Let's Play, dass man das so, nein, dass man das so macht. Und ja, wie seht ihr das eigentlich? Also, wäre es euch lieber, wenn die Let's Player nicht dabei ihre Stimme verstellen würden? Also, am Anfang dachte ich mir auch so, na Junge, muss das denn sein? Also auch bei Leuten, wo ich geguckt habe, aber dann irgendwann, ja, das ist, man gewöhnt sich halt dran, ne? Also wenn man sich dran gewöhnt hat, klar, aber naja, sagt mir dazu einfach mal eure Meinung. Ich habe dann auch gesagt, ist mir egal, was du darüber denkst. Also das interessiert mich auch nicht mehr, wenn einer sagt, ah, du hast Zelda so komisch gesprochen. Ist mir egal. Interessiert mich nicht. So, okay, nächstes Rennen. Das Finale des Renntages und dieses Grand Prix ist Pilzschlucht. Cool, eine Wiesstrecke zum Schluss. Ganz nett. Und Nase juckt. Okay, ich hätte noch eine Frage, und zwar das Videoschauverhalten. Ja, das ist jetzt schon wieder so ziemlich weit hinten am Video. Von daher haben 50% der Zuschauer schon abgeschaltet. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und ja, das ist mal so eine Frage. Guckt ihr die Videos tatsächlich zu Ende? Oder sagt ihr euch nach 3 Minuten, ach ja, jetzt reicht's mir auch schon wieder für heute. Hat er genug gelabert? Ich weiß es ja nicht. Also ich, für meinen Teil, schaue mir Videos immer bis zum Schluss an. So, das Timing hierfür habe ich überhaupt nicht raus. Deswegen schauen wir mal, ob das klappt. Natürlich nicht. Gut, aber ich werde wenigstens hier abgesetzt. Dann passt es ja eigentlich noch. Also nicht ganz optimal, aber noch okay. Ja, und ansonsten, das Videoguckverhalten, da fällt mir auch manchmal, also da fällt mir etwas auf halt. Und zwar kriegt man gerne mal einen Kommentar von jemandem, das sich aufs Video bezieht, auf den Anfang des Videos. So. Und sagen wir, das ist ein 15-Minuten-Video und ich kriege auf einmal 2 Stunden später einen weiteren Kommentar von dieser Person, das sich auch aufs Video bezieht, dann halt weiter hinten am Ende. Schaut ihr die Videos erst nach und nach? Oder wie macht ihr das? Also ich für meinen Teil gucke zum Beispiel kein Video später weiter. Also nicht, dass das schlimm wäre, nein, überhaupt nicht. Ich finde es ja cool, solange ihr das Video überhaupt noch zu Ende guckt, weil das ist wirklich so eine Sache, was ein Let's Player immer so ein bisschen so runterzieht, wenn man sich mal die Statistiken ansieht, wie viele tatsächlich das Video zu Ende gesehen haben. Und man sieht ja die meisten Videos so, ja, also sagen wir mal, wenn es wirklich gut aussieht, dann waren es mal so zwischen 70 und 80%, die das Video zu Ende geguckt haben. Dann ist es natürlich, dann sagst du schon, boah, ey, krass. Aber meistens ist es so um die 50 rum. Und ja, dann denkt man sich auch so, ja, gut, so und so viele Views und guckt aber eigentlich kaum jemand zu Ende. Und ich werde nochmal zum Schluss Letzter. Juhu. Du bist Letzter. Rennen vorbei. Arschloch. Ja. Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall. 8 Punkte. Ich bin auch insgesamt Letzter. Das ist super. Glückwunsch an Nameless. Wer auch immer du bist. Wahrscheinlich hast du es mir schon geschrieben im ersten Part des Renntags. Und ja, Leute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.